Heuschnupfen, allergische Rhinitis. Eine redet von Blumenstaub, von Bäumen, Birken, Tannen, Gräser, Heu, wie die Name ist, Heu. Dann redet man direkt an Histamin und Antihistamin. Schnell ist die Sache erledigt damit. In welchen Topf es weiter rutscht, weiß keine. Es wird einfach die Symptome bekämpft und Symptome werden regelrecht unterdrückt, vermasselt, sage ich. Und danach kommt es zu einer Monsterkrankheit wie Asthma, neurologische Erkrankungen. Es ist Horror, wenn man noch länger arbeitet, länger Erfahrung hat, dann sieht man. Und wie wissen wir es heraus, dass seit dein Heuschnupfen es so gelaufen ist? Das sagt uns die Daten. Jedes Mal, Sie Anamnese machen, jemand kommt zu uns mit MS-Symptomen, zum Beispiel. Natürlich fragt man, seit wann haben Sie? Und dann merken Sie, die erste Störung hat es angefangen, seit das Heuschnupfen bekämpft worden ist. Heuschnupfen war ein Ausdruck von einer Störung. So ist die Verständnis von Homöopathen, oder? Das Symptom ist ein Ausdruck von einer inneren Störung. Und wenn man es im Labor unterscheidet, dann sagt man, so, so und so ist nicht in Ordnung. Das Blut sollte in Ordnung kommen, Mensch ist wieder gut. Es ist ganz einfach, ganz klipp und klar. Und wenn man das so geschafft hat, fühlt sich man wie Tarzan. Oder? Das haben wir geschafft. Und alle diese Krankheiten, ob die Nasenpolypen sind, ich meine, können Sie sich vorstellen, Nasenpolypen entfernt und Patient leide unter einem Hirntumor? Erste Störung war Heuschnupfen, dann Polypen oder umgekehrt Polypen, dann Heuschnupfen, dann Tumor. Dann sollte uns das die Augen aufmachen. Was bedeutet? So, wenn ich erwähne, nach Heuschnupfen MS, nach Heuschnupfen zerstörerische Krankheiten, ist es von den Daten her. Von den unterdrückten Daten her. Wenn würde es vermasselt? Seit nachher findet man die Verläufe denn gefährlicher. Natürlich, es ist eine chronische Krankheit, konstitutionelle Krankheit. Es ist keine Erkältung, es ist nicht Schnupfen. Es ist eine jährliche Neigung. Das kommt immer wieder jährlich, meldet sich, klopft auf die Türen, klopft im Kopf, klopft in die Nase und es lässt Menschen leiden, paar Monaten, paar Wochen und dann es ist für ein Jahr Ruhe. So, es hat zwei Gesichter. Eine ist die Chronizität, zweite ist eine akute Phase. Während den Anfall. Hauptsächlich, gründlich gesehen, ist Heuschnupfen psorisch im Charakter. Boden ist wie von allen chronischen Krankheiten Psora. Begann es mit Psora. Reizung. Hahnemann hat es gewusst damals, hat er gesagt, überempfindlich. Natürlich hat er diese Namen noch nicht gekannt, wie Allergie und so weiter. Aber überempfindlich reagieren. Im Bücher steht auch Rosenfieber. Graphit hat, Sanguinaria hat. Diese Rosen riechen davon, Pollen riechen davon,
Das sind überempfindliche Leute gewesen, nicht überempfindliche Nase. Leuten gewesen mit einer speziellen Rottweiler Nase. So zu beruhigen, zu besiegen, zu heilen, braucht es ein komplettes Verständnis von Patient und die Wurzel von Patient. Wurzeln liegen wie Karotten. Sie wachsen, man sieht die schönen grünen Blätter außerhalb von Erde, aber unter der Erde die Wurzel wächst. So Heuschnupfen ist wie diese grünen Blätter. Aber die Wurzel ist da drin. Manchmal ist es so tief, dass es geht bis zum Familienkrankheiten.